Wir wollen heute mit diesem Motor ein Mini-Motorrad bauen. Und dafür wollen wir dieses alte Mini-BMX benutzen. Das wäre aber zu einfach. Deswegen nehmen wir uns heute nur 24 Stunden Zeit dafür. Bis morgen, 13.15 Uhr. Let's go! Ja, einmal so hingelegt, wie wir es ungefähr haben wollen. Ich kümmere mich jetzt hier um die vorderen Rahmen quasi. Julius macht hinteren Rahmen, Radaufnahme und dann gucken wir mal, wie wir die Teile verbinden am Ende. Klingt spannend. Verbinden. Guck mal, nehmt euch einfach ein langes Teil, noch ein langes Teil und dann die Masse ran. Ich habe es gerade hier zusammengeschweißt, jetzt habe ich einfach bemerkt, dass das einfach mies schief ist. Weiß nicht, ob man das so sieht, aber es ist auf jeden Fall schief. Es ist richtig schief. Ah! Mann. Nochmal. Nochmal. Also ich habe mein Frontteil hier fertig geschweißt und das jetzt hier später noch eine Stange runterkommt und das dann quasi mit der Federung und dem hinteren Teil des Pocketbikes zusammengeführt wird. Julius hat in der Zeit die Motorhalterung gemacht und hier die Sachen abgeflext. Das heißt, wir gucken mal, wie der Rahmen jetzt weitergeht. Aber ich würde sagen, erstmal was essen, oder? Wie viel Uhr ist es? Ach so. Aber von mir aus? Du schiebst. Ah ja, wirklich. Ich habe auch gut meinen Spaß nicht geputzt. Okay. Wir haben jetzt richtig geil unser richtig nice Essen aufgegessen, was alles genauso geklappt hat, wie wir wollten. Auf jeden Fall ist uns jetzt aufgefallen, dass uns ein paar Sachen fehlen. Feder, Sprayfarbe und so weiter. Deswegen fahren wir jetzt nochmal ganz, ganz flott zu Hellweg. Aber ganz, ganz flott, weil es ist schon 19 Uhr, ne? Wir haben echt lang gegessen. Also schnell, verpisst euch. Los. Oh, ich nehme euch einfach mit. Oh. Geil, Alter. Jo. Was habt ihr denn cool gekauft? Das haben wir gekauft. Ey, das ist ja mega cool. Ey, yo, Fellas, was geht? Eigentlich dachten wir, das ist voll easy, aber irgendwie ist es jetzt doch schon voll spät und wir sind jetzt erst so langsam an dem Punkt, wo wir den Frame mehr zusammensetzen. Also wir haben ultra viele Kleinigkeiten gemacht, so Riss und so. Jetzt quasi die obere Seite. Unten kommt dann quasi nochmal so eine Art das gleiche hin. Nur halt, es kommt dann da drin quasi der Motor. Hinten hier das Rad und die Feder hier irgendwo in der Mitte. Das schweiche ich jetzt erstmal zusammen. Dann setzen wir die Motorhalterung auf das untere, auf die untere Version davon rauf und dann gucken wir mal, wie es mit dem Rad und der Aufhängung und so weiter machen. Peng.
machen so, wir haben nur ganz nachgeguckt, wir haben eine Kette da. Problem ist, diese Kette ist ganz dezent zu klein für das, was wir hier vorhaben. Heißt, wir bauen uns wahrscheinlich nochmal auf unserem Go-Kart oder vom Trike nochmal die Kette aus. Und dann fügen wir die zusammen. Dann ist sie groß genug. Mittlerweile 11:30 Uhr, ich bin todmüde, aber wir haben mittlerweile die Motorhalterung dran, wir haben hinten die Aufhängung für das Rad dran und natürlich das Wichtigste, kein Gefährt ohne Federung. Das letzte, was wir gebaut haben, war ohne Federung, aber das weiß niemand. Mofa-Feder dran. Fertig. Also wir sind alle mies müde, das Gefährt, sage ich mal. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Uhrzeit. Fast 3. Fast 3. Ja. Nur noch 10 Stunden. Nur noch 10 Stunden. Also das Ding ist eigentlich fast fertig, aber wir sind alle mies übermüdet. Wir sind jetzt hier langsam an der Achse angelangt und haben bemerkt, dass das Rad ja gar nicht an der Achse fest ist. Deswegen schweißen wir es jetzt fest hier mit dieser coolen Konstruktion, die ihr schon gesehen habt. Was müssen wir noch mal? Ketten dort festmachen, Bautenzug. Ja. Noch was? Ja, hier so ein bisschen Querverstellung vielleicht noch. Okay. Also wir haben es geschafft, ein fahrendes Gerät zu bauen. Problem ist jetzt irgendwie, ist unser Fliehkraftkupplung-Ritze nicht in der richtigen Größe, beziehungsweise unsere Kette in der falschen Größe. Ich verstehe es absolut gerade gar nicht. Es ist jetzt 5.27 Uhr. Also theoretisch haben wir noch, naja, 7 Stunden Zeit. Es waren jetzt 16 Stunden straight durchgebaut. Es ist jetzt eine Woche vergangen, es war wirklich krass anstrengend, deswegen sind wir immer noch ein bisschen erschöpft. Wir haben es am Ende leider auch nicht mal richtig geschafft, die Videos oder richtige Aufnahmen zu machen. Ich bin nach Hause gefahren um 3 oder um 2 oder so. Ja genau, Emil ist nach Hause gefahren, ein bisschen früher hat es nicht durchgehalten. Wir waren noch irgendwie bis 5 Uhr hier oder so. Ja, ich glaube irgendwie so. Das ganze Ding haben wir aber trotzdem fertig gebaut. Also in unseren Augen haben wir die Challenge geschafft, auch wenn wir es am Ende nicht fahren konnten, weil leider die Kette zu kurz war. Aber natürlich haben wir uns direkt an das Problem angesetzt und eine passende Kette bestellt. Die ist jetzt auch angekommen und wir haben natürlich direkt das Ding mal getestet. Es geht echt fett ab. Wie es abgeht, das seht ihr jetzt. Also bei der Geschwindigkeit drüben ist Angst. Ich glaube, nächster Probelauf wird er mit Schutzausrüstung. Geschwindigkeit, mach Motor aus. Mal gucken, Geschwindigkeit. Mach mal Motor aus. Digga, hier ist Werbung. Ja, ich weiß. Ich muss 4 Sekunden warten. Topspeed 43 km/h. Ihr seht es rechts in der Ecke. Jo, ist schon heavy. 43 auf so einem kleinen Pinöppel. Ist schon heftig. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, habt ihr hier noch 2 weitere Videos, die gefallen euch dann bestimmt auch. Lasst doch ein Abo da. Adios!